Guten Morgen. Ich habe mir gestern Abend tatsächlich noch ein paar meiner alten Daily Vlogs angeguckt. Also was heißt meine alten, aber die jetzt auch schon so 3-4 Monate her sind. Und ich habe damals häufig mal das Guten Morgen gesungen. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das jetzt mal wieder. Warum habe ich mir die angeguckt? Weil mir langweilig war und weil ich mich tatsächlich jetzt auch nicht mehr daran erinnern kann, was da so los war in der Zeit. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber es ist so. Schönen guten Morgen zusammen. Ich habe tatsächlich den Daily Vlog von gestern schon geschnitten und hochgeladen. Wir haben jetzt kurz vor 10:30. Und ja, ihr habt schon den Daily Vlog von gestern. Ansonsten hätte ich heute furchtbar viel zu tun gehabt, aber das hat sich wie immer mal alles spontan aufgelöst. Chris kommt gleich um 12 vorbei und ich werde ihn beim kleinen handwerklichen Projekt unterstützen. Und ansonsten, dann gehen wir noch in die Mensa und dann gucke ich mal, was heute so geht. Ja. Ich habe eigentlich super Lust, Videos zu produzieren im Moment. Das Problem ist dadurch, dass ich aber zwei so enorme Video-Fails hingelegt habe. Einmal das Challenge-Video mit BeGeek TV und einmal das Tag-Video, was nicht hingehauen hat wegen dem Sound. Mein Gewissen sagt mir, eigentlich müsste ich die jetzt nachproduzieren bzw. das Challenge-Video retten und drüber synchronisieren. Meine Lust ist gerade mehr so bäh. Ich möchte eigentlich was Neues machen. Ich tüftel gerade auch noch an einem neuen YouTube-Channel, an einem Comedy-Channel, den ich auch noch machen möchte. Ich habe irgendwie wieder so super viele Side-Projects. Ja, warum soll sich das auch jemals ändern? Und ich hatte gerade den Finger ein bisschen nah am Mikrofon. Ich hoffe, ihr habt mich gehört. Wenn nicht, tut es mir leid. Ja, aber ich merke, dass ich die letzten Tage ein bisschen energiegeladener bin als sonst. Und das ist schön. Ich komme aus meiner Lethargie raus. Wir sehen uns später. Wo ist dein Rave, Mann? Siehst so konzentriert aus. Yeah, Mann. Oh, yes. Wundervoll. Hauptsache, der Martin hat Spaß. Das sieht mal gut aus. Jawohl. Jawohl, ja. So, ich habe aber keine Lust, das direkt zu machen. Das geht nicht. Wobei. Was ist dein Plan, Chris? Was ist dein Plan? Ich will nicht gerade. Sollen wir das hier draußen? Wir müssen das sowieso da drin dran kleben, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass wir es heil da reinkriegen. Genau, dann kann ich das auch direkt da drin versenken. Das sieht nice aus. Nice. Also, Chris. Und von mir und meinen Zuschauern. Chapeau. Daumen rauf. Und jetzt müssen wir ihn reinstecken. Nö, ich will reinstecken. Diese Dinger kommen ins Loch. Genau. Ja, ich habe vergessen, in der Mensa zu vloggen, obwohl ich es mir ganz fest vorgenommen habe. Habe ich vergessen. Ja. Aber dafür ist es jetzt ein Post-Mensa-Vlog. Chris, deine Meinung zur Mensa? Penis. So, das ist unser Meisterstück. Chris, was haben wir da gemacht? Eine Kiste. Wofür? Für Siedler. Ja. Und zwar sieht dem so aus. Hier kann man reinmachen. Oh. Seine Karte. Ja. Und was haben wir da oben? Da oben kann man die Rohstoffkarten hier neben reinpacken. Hier die ganzen kleinen Zahlenkärtchen. Und hier theoretisch unsere Straßen, Städte und Siedlungen. Praktisch haben wir es ein bisschen vergeigt. Wir haben uns, also sagen wir es mal so, wir haben diese Kartonkärtchen wirklich passgenau ausgemessen, aber halt auch leider auf den Millimeter. Und jetzt passt es vorne und hinten nicht, weil das sich natürlich auch
ein bisschen wölbt und man vielleicht hier mal so 2 mm daneben geschnitten hat und das summiert sich alles darauf auf und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Ja, aber das kommt noch. Und dann hat Chris eine affengeile Kiste für Siedler. Ja, wie fühlst du dich? Kiste. Super! Yeah. Ja, sehr schön. Und jetzt gehe ich einkaufen. Chris ist weg, ich war einkaufen. Wir haben dann heute doch ziemlich lange an dieser Kiste gesessen, aber sie ist cool geworden. Ja. Ich habe morgen 8 Stunden Nachhilfe vor mir. Das wird auch noch so ein Ding, das wird interessant. Jetzt muss ich gerade überlegen, was wollte ich euch sonst noch sagen? Ach ja, ich schaue mich in den letzten Tagen so durch einige deutsche Kanäle. Und die sind, da sind echt einige gute dabei, aber zum Beispiel Apple War Pictures, aber gerade liebe Leute von Apple War Pictures, es heißt YouTube, nicht YouTube. Wirklich. YouTube. Es ist nicht so schwierig. Und ihr redet auch von YouTubern. YouTube. Eigentlich hatte ich überlegt, heute schon vlogtechnisch den Sack zuzumachen, aber ich treffe mich jetzt noch spontan mit einer Freundin auf dem Bierchen am See. Ja, und es ist immer noch affengeiles Wetter. Deswegen sage ich mal, wir sehen uns dann gleich nochmal. Das ist auch so eine Vlogger-YouTuber-Krankheit, dass man immer sagt, ja, bis später. Und ich sage es auch, naja, bis später. Es gibt kein später. Für euch ist das später die nächste Sekunde, die nächste Sequenz. Wir sehen uns in der nächsten Sequenz. Verdammt, Piratenschiff. Und ich muss leider an einer sehr, sehr guten Freundin vorbei vloggen. Aber es ist okay. Es ist, wir sind tatsächlich auf so ein komisches Piratenschiff auf einem Spielplatz geklettert und haben beschlossen, dass es jetzt unser Schiff ist. Und es heißt, Georg. Nein, Schiffe haben Frauennamen. Georgine. Gute Nacht, schlaf gut. Wir sehen uns morgen früh. Ich bleibe. Oh, ich mach das, ich mach das. Moment.